So, Freunde, nächstes Video von ihrem Bruder Jules. Diesmal Xatar und der legendäre Goldraub, Alter. Ich bin gespannt. Rein in die Masse. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Rapper, der sich dies alles erkämpft hat, war Xatar, der Baba aller Babas. Geiler Effekt auf der Stimme von Jules, klingt geil. Dies alles erkämpft hat, war Xatar, der Baba aller Babas. Als er gefangen genommen wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt mein Gold? Das könnt ihr haben. Sucht es doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt. Ich habe jetzt gerade erst Bushido da hinten gesehen. La Babas. Als er gefangen genommen wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt mein Gold? Das könnt ihr haben. Sucht es doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Eine Geschichte nach Halt. Eine Geschichte nach wahren Begebenheiten. 2009. Die Knarre an seinem Kopf, der Köftespieß im Bauch. Der böse Mafia-Boss fragte Xatar nach seinen 400.000 Euro, die er ihm noch schuldet. Ist das Pitbull? Ja, ne? Mr. Worldwide. Euro, die er ihm noch schuldet. Bro, ich hab dein Geld nicht, aber ich besorg's dir, okay? Gib mir ein paar Tage, okay? Sprach er zu seiner Verteidigung. Und so überlegte er sich gemeinsam mit seinen Jungs einen Plan, um das Geld zurückzuholen. Xatar und seine drei Komplizen verkleideten sich als Polizisten und fuhren los. Der Plan war es, einen Goldtransporter eines Schmuckgeschäftes zu überfallen. Auf der Autobahn hielten sie den Transporter an und sagten zu dem Transporteur: Herr Meier, steigen Sie bitte aus und kommen Sie mit. Sie sind wegen Steuerhinterziehung vorläufig festgenommen. Und daraufhin kam ein Streifenwagen vorbei, hielt bei den drei Wägen an und ließ die Crew erzittern. Ist alles okay bei euch? Fragte der Mann im Streifenwagen. Und Animus! Fragte der Mann im Streifenwagen. Und doch der sprachgewandte Xatar holte sein bestes Kölsch raus und sprach zurück: Et köt wie et köt kölle alle auf alles gut. Und ließ somit die anderen Polizisten beruhigt. Die beiden im Wagen waren total verblüfft, wurden daraufhin mitgenommen und in einem naheliegenden Wald abgesetzt. Der dritte räumte derweil das Gold in den Wagen, auch wenn längst nicht alles davon reinpasst. Und daraufhin sind alle vier gemeinsam mit dem Gold, gesucht von mehreren Helikoptern, zu einem mysteriösen, unbekannten Ort gefahren und haben dort das Gold versteckt. Ein Mittäter zeigte jedoch Wochen zuvor seiner Freundin den Plan, was dafür sorgte, dass die Crew aufflog. Und daraufhin... Hey, ist das real, dass der Typ seiner Freundin den Plan gezeigt hat? Was ist denn das für ein Vollidiot? Freundin im Plan, was dafür sorgte, dass die Crew aufflog. Und daraufhin mussten die Jungs gemeinsam nach Moskau fliehen. Doch selbst dort wurden sie überall gesucht. Sie flogen dann in den Irak, was nur möglich war, weil eine bestimmte Schlüsselperson die Gesuchten für 2 Stunden von der Interpol-Liste löschen konnte. Somit konnten sie alle gemeinsam im Privatjet in den Irak fliehen. Außer eine Person der Crew. Diese wurde nämlich beschuldigt, jemanden umgebracht zu haben und musste somit in einem Koffer verpackt im Privatjet mitfliegen. Angekommen trugen die anderen den gar nicht verdächtigen Koffer zu zweit aus dem Privatjet raus. Der irakische Geheimdienst sah dies und ging... Das war der aus Prison Break, ne? ...raus. Der irakische Geheimdienst... Wie heißt der nochmal, Alter? Scheiße. ...Geheimdienst sah dies und ging davon aus, dass darin das berüchtigte Gold versteckt ist. Und somit wurden 2 Wochen später alle 4 Mittäter in einer Stadt im Irak verhaftet. Daraufhin wurden sie zu einem naheliegenden Gefängnis gebracht. Das Gefängnis war räudig, die Zellen dreckig und es durfte nur 3-mal am Tag gekackt werden. Um herauszufinden, wo das Gold versteckt ist, wurden alle Beteiligten 3 Monate lang gefoltert. Abgetrennte Beine, Schläge, Elektroschocks und andere Methoden. Und doch plötzlich ein Lichtblick. 1 Monat... Kranke Foltermethode, könnte ich auch nicht aushalten. Und doch plötzlich ein Lichtblick. 1 Monat später wurden die 4 Räuber von der deutschen Botschaft abgeholt und in verschiedene deutsche Gefängnisse verteilt, wo sie ihre Zeit in Haft absitzen mussten. Gut 13 Jahre nach den Geschehnissen leben alle wieder auf freiem Fuß. Der eine besitzt ein Köftespieß-Imperium, der andere ist Musiker, andere seien gestorben. Heutzutage gibt es viele Mythen und Mysterien um den tatsächlichen Standort, an dem das Gold versteckt ist. Doch eins ist klar, niemand wird es erfahren. Denn wie sagt man so schön, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Schweigen ist Gold. Geiles Video, auch wieder super gut geschnitten, Mann. Sehr, sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam, lieber Jules. Sehr, sehr geil.